Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Keine schwierigen Saison in Langnau, hatte da noch einmal Selbstvertrauen. Keine Ahnung! Ja, jetzt habe ich vorher gesagt, sie probieren nicht mehr den Pass auf die Petrini. Jetzt haben sie es gerade auf die andere Seite gespielt. Ich glaube, die Iglesias in der blauen Linie spielt den Pass über auf den Tretenes. Und er hat eine super Position für einen One-Timer. Es war das Mons, nicht der Iglesias. Aber ein einfacher Pass und ein schöner Schuss vom Tretenes. Da stellt sie es vorher genau auf die Seite mit dem Petrini gemacht. Und haben sie jetzt auf den Tretenes gemacht. Das ist extrem schwer zu verteidigen. Weil wenn er jetzt einen One-Timer kommt, muss der Goalie verschieben. Und wenn er sie so trifft, ist es fast unhaltbar. Der Ausgleich! Und das quasi postkehrend! Ich habe jetzt ein kleines Déjà-vu. Ja, ich wollte sagen, jetzt nimmst du es gerade vorher weg. Ähnliche Situation, es war Spiel 2. Ja, genau. Spiel 2 auch wieder Schott von Führung gegangen und nachher der Stärke mit dem Ausgleich. Von einer ähnlichen Position, relativ weit draußen, bringt Schiebe einfach aufs Goal. Sieht Özlo natürlich sehr unglücklich aus, die muss er haben von dem Winkel. Aber der Stärke probiert es einfach wieder und ja, schöner Schuss, aber von dem Winkel als Rechtsschützen oder sogar. Schott von Wied in die Zone drin, mit Tretenes. Und so, 2-0, Daniel Carpi! Sehr schöne Vorlage von Tretenes, wenn er sich im Ecke gegen die Lüthi durchsetzt. Mit zwei, drei Körpertäuschungen verschafft er sich Raum. Und nachher geht er hinter dem Goal durch und benutzt das Goal noch so, als der Goal muss er verschieben. Kann sich gerade vor dem Goal noch durchspielen auf den Karbis und dann haut sie in die nächsten Ecken rauf. Also wirklich hervorragend Spiel vom Tretenes. Man sieht jetzt wahrscheinlich die Wiederholung, wenn er sich da in der Ecke durchsetzt. In der 23. Minute erzielt die Nummer 23 des SCC das 2-2. Noch einmal von dir WM eben gegen den Lauf. Gibt ja. Thomas Solana ist so der Bekannte in der Südsicht dafür gewesen, genau, also genau solche Pässe bringt. Solana hat das viel. Horanski und Smith, dann Horanski. Eigenmann. Gary Nan! Da geht es einmal ganz schnell aus unserer Sicht und Nan kann nicht mehr genügend gedeckt werden. Schön gespielt sie von Eigenmann, hat Schiebe auf der blauen Linie, könnte schiessen, aber ich sehe, dass der Nan ein bisschen freier Raum hat. Spielt einen einfachen Pass dann, aber der muss zuerst spielen. Der Nan nimmt sie schnell an und schiesst direkt. Also schiesst direkt, nimmt sie an und schiesst gerade. Ja, da kriegt der Nann ein bisschen zu viel Platz, aber hervorragend gemacht vom Eigenmann und vom Nann. Und Gary Nann, obwohl er hervorragende Statistiken hat, zuletzt nicht wirklich überzeugend. Hier in Spiel Nummer 4, 3 Punkte. Vor Schluss, wenn du einen kriegst, dann kann das wirklich schon die Entscheidung sein. Und tatsächlich das nächste Tor, Florian Schmuckli mit einem Sonntagsschuss von der blauen Linie. Du erwähnst es noch, ist das vielleicht schon die Richtung, die Partie nehmen könnte? Es wäre noch zu früh, definitiv. Aber Schmuckli, der bereits im Spiel Nummer 4 ein Tor erzielt hat, sein erstes in diesen Playoffs, erzielt heute wieder eines, das vielleicht noch ein wenig wichtiger sein könnte. Ein klassisches Bulli-Tor. Ja, da sieht man das kleine Detail, also so ein Match in eine andere Bahn lenken. Ein einfaches Bulli, klarer Bulli-Sieg, Spass wird auf die blaue Linie gehen, nur ein Handgelenkschuss, die Spieler stehen da schön in den Schuss. Eben noch mehr, wie die Offensive zu investieren. Weiterhin, Smith zum Nahen und was für ein Tor, Gary Nan, der jungen Baseball-Manier zum 4-2. Ja, jetzt hat heute der Match schnell gedreht. Wirklich Gary Nan wieder wie ein Baseballspieler. Ein einfacher Pass vor das Goal. Gary Nan aus der Luft kannst du nicht verteidigen, weil wenn du die Schiebe aus der Luft nimmst, kannst du praktisch als Verteidiger gar nicht machen. Sniff einfach vor das Goal gebracht, richtig Gary Nan. Und der Gary Nan, wie ein Topscorer, halt, nimmt sie aus der Luft. Da sieht man auch, wie selber Fähigkeiten hat. Hand-Augen-Koordination hervorragend. Wahnsinn, dieser Ablenke hier direkt ins Tor. Oder die da plötzlich doch noch zutage kommt. Jetzt allerdings für Schottfoss die gute Möglichkeit, wieder einen Anschlusstreffer zu erzielen. Petrini mit dem Anschlusstreffer. 3-4.
Simon Rix nicht hundertprozentig glücklich hier, aber auch die Olden, die sich da in der, ihrer Box ausnahmsweise irgendwie komplett aus den Positionen bringen ließen. Ja, Jock war jetzt geschafft, dass der Umfammeri gut ist gekommen. Und danach, wie ich es im ersten Drittel schon mal gesagt habe, sie suchen extrem den Petrini auf der linken Position für einen Direktschuss. Und da hat es perfekt geklappt. Ich hab's gesagt, entschieden ist noch gar nichts. Vorgelegt hat zwar jetzt Olsen noch immer, aber das dauert noch ein wenig. 6.